Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute gibt es mal die Frauen-WM in Frankreich. Das erste Spiel in der Gruppenphase. Wir hören schon die deutsche Nationalhymne. Ich habe mir gedacht, also wenn man die deutschen Frauen hier schon spielen kann, dann machen wir das aber auch auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum der Trainer Janis. Jetzt geht's aber los hier. Es geht ins erste Gruppenspiel, wie auch im Echt, gegen die chinesische Frauenauswahl. Und ja, da müssen wir halt gucken, wie wir uns schlagen. Ich habe noch nie so richtig mit deutschen Frauen gespielt. Warte, wir müssen noch mal kurz in die Einstellungen gehen. Da muss ich nämlich noch was einstellen. Das muss ich nämlich immer anpassen bei mir, wegen meinen Controller. Okay. Sorry, dass es jetzt so lange drumherum gelabert wurde, aber jetzt starten wir richtig rein. Die chinesische Frauennationalmannschaft gegen die deutsche. Ich werde mal gucken, wie das ganze Format so bei euch ankommt, ob ihr euch das öfters geben könntet mit den Frauen. Puh. War das hier abseits? Ich weiß es nicht. Es war schon mal eine richtig knappe Sache. Ist auf jeden Fall richtig cool, dass dieses Update gekommen ist. Ich habe mich echt gefreut, denn es ist auch einfach mal was Neues, die WM hier auch mit den Frauen spielen zu können. Also das ist jetzt hier das erste Gruppenspiel gegen die chinesische Auswahl. Danach wird es dann auch gegen, ich weiß nicht genau welche, gegen die südafrikanische geht es als letztes und dann noch gegen zweiten Spiel gegen eine andere Nation. Das muss ich dann nochmal nachgucken und ich guck mal, wie gesagt, wie es bei euch ankommt. Das mit den Deutschen, da werden wir die WM auf jeden Fall durchziehen. Wenn es richtig gut ankommt, dann vielleicht noch mit einer anderen Nationalmannschaft. Aber da müssen wir, wie gesagt, schauen, ob ihr es feiert, ob ihr es nicht so feiert. Auf jeden Fall, ich bin noch nicht so richtig drin. Man hat gesehen, die chinesische Nationalmannschaft hatte eben schon eine richtig gute Chance. Jetzt geht es hier aber weiter. Ich spiele auf Weltklasse und mal gucken. Bis jetzt habe ich Probleme. Gut, bringt den Ball rein für Pop. Pop, oh. Gut gehalten hier. Also ich denke, zum ersten Spiel sollten wir hier keine allzu großen Probleme haben. Die chinesische Nationalauself ist einer, die nicht so schlecht ist, aber auch nicht so gut. Da hatten wir erstmal die Chinesen, die sind noch richtig gut, aber nein, das sind denn die Japaner, die ganz, die richtig gut sind im Frauenfußball. Die haben auch zweimal die WM gewonnen, die Deutschen nochmal rausgekickt. Bei der Heim-WM, glaube ich, war es. Also ich glaube, ich müsste es so sein. Könnte auch sein, dass ich hier kompletten Bullshit erzähle. Aber ich denke, es müsste so sein, ja. Dass die Japaner im Frauenfußball ziemlich gut sind. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so viel aus mit Frauenfußball. Aber wenn da ein paar große Events sind, wie WMs, EMs, zum Beispiel die eine EM, die wir gewonnen haben, da weiß ich, glaube ich, auch nicht mehr genau, wann das war. Oder die WM 2015, da sind wir gegen die USA, also rausgeflogen mit 2-0. Ich glaube, da hat irgendeine die Karriere beendet, einen Elfmeter verschossen haben, weiß ich nicht genau. Ein paar Spieler kenne ich ganz gut, zum Beispiel Marojan. Ich denke, das ist eine der besten Spielerinnen der Welt sogar. Pop kenne ich auch, die spielt bei Wolfsburg. Also ich kenne mich, wie gesagt, nicht so gut aus, aber es geht. Also die Grundfakten kann ich dann noch wissen. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier mal aufs Spiel. Es ist schon ein bisschen was anderes als mit den Männern zu spielen, klar. Aber einen Riesenunterschied erkenne ich bis jetzt noch nicht. Klar, es fühlt sich ein bisschen anders an, mit den Frauen zu spielen, aber nichts Grundlegendes, was sich jetzt hier auf einmal komplett verändert. Und jetzt hier der Ball, aber es ist schwierig, vor allem offensiv, defensiv geht es eigentlich mit den Zweikampfverhalten jetzt inzwischen. Aber man muss sich, denke ich, auch ein bisschen dran gewöhnen. Ich denke, desto mehr wir dann auch eingespielt sein werden mit den Frauen, desto besser wird es klappen mit der Frauen-WM hier die zu spielen. Und ja, Pop, die ist schon eine richtig eiskalte Stürmerin. So ähnlich wie Thomas Müller, denke ich. Ist sie vom Spielstyle, sorry, Versprecher, Verbrecher, man kennt ihn. Ja, okay, jetzt gibt es Einwurf
Ich denke, so viele YouTuber machen es gar nicht, mit den Frauen zu spielen. Ich verstehe nicht warum, weil es ist eigentlich ein schöner Modus. Ist spannend. Ich denke, das ist sehr gut gemacht von EA, auch den Frauen mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, denn es sind ja viele Vorurteile, die gegen den Frauenfußball sind. Und klar, vom Niveau her ist es nicht so hoch wie der Männerfußball, aber ich denke, manchmal wird dann auch übertrieben, denn wenn man sich dann den Frauenfußball anschaut, professionell, und den Amateurfußball, sieht man schon, dass der Frauenfußball deutlich professioneller ist. Also manche, die man erzählen, dass der Frauenfußball ungefähr so ist wie Amateurfußball bei den Männern, das ist schon ein bisschen Quatsch, aber okay. Weiter geht's. Leupold. Ah, schade. Und Marojan sollte im Abseits stehen, ja. Deswegen habe ich noch so schnell geschossen, aber gut. Wir sind immer noch nicht so ganz drin in dem Spiel, aber die Chinesen, also am Anfang waren die Chinesen besser, hatten dann glaube ich auch diesen Lattenschuss, auch wenn es Abseits war, ich weiß es nicht genau. Wieder ein paar Fehlpässe, also mit den Pässen, da habe ich es noch nicht so raus. Ist bis jetzt ein ziemliches, ja, Langeweile-Spiel eigentlich, aber ich denke, das sollte sich ändern in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, das große Ziel ist, denke ich, mit den Frauen die WM zu gewinnen, wird schwierig, aber wird machbar sein, denke ich. Und dann schauen wir einfach mal rein. Es ist in Frankreich die WM und wir spielen im schönen Lyon-Stadion. Das Publikum ist voll, also das Stadion ist voll. Ich denke, das wird bei der Frauen-WM auch so sein. Oder vielleicht, ich weiß es nicht. Ich werde die Frauen-WM auf jeden Fall gucken. Also nicht so, wie jetzt ich es bei andere WMs mache, dass ich da jedes Spiel gucke, aber die deutschen Spiele, denke ich, muss man sich als Fußballfan auf jeden Fall angucken, weil es ist ja jetzt keine komplett neue Sportart, auch wenn es von den Frauen ist. Und da drücke ich natürlich ganz fest die Daumen, dass das auch im Echt klappt. Och, es ist ein Rumgehacke, aber hier bei ihr zum Beispiel, bei Marojan, sieht man schon, die hat eine richtig geile Ballkontrolle. Fast schon so mit Dybala, Ronaldinho ist jetzt nicht in FIFA, aber fast schon so mit Dybala, Messi und so mit den Top-Männern ist sie schon vergleichbar. Okay, ganz so, aber es fühlt sich schon sehr gut an, vor allem von der Ballkontrolle ist es schon echt stark. Und ich finde, man braucht aber schon so seine Zeit, sich hier dran zu gewöhnen, an den Frauenfußball. Ach. Ich mache noch ein paar Fehlpässe. Es läuft noch nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Also ist sie schnell. Ja, wir haben halt keinen da drin, der richtig Speed mitbringt. Sie vielleicht, aber sie kann halt nur Stürmer spielen. Was kann denn Pop alles spielen? Dann ist sie schnell? Dann würde ich sie aufs linke Mittelfeld setzen, Leupolz rausbringen und Schüler da rein in den Sturm einfach mal. Ah, jetzt muss aber auch mal ein bisschen mehr dran nach offensiv kommen. Deswegen stelle ich jetzt hier einfach mal auf Pressing, könnte ich gleich stellen. Das wird, denke ich, ganz gut klappen. Leupolz hier sehen wir währenddessen wahrscheinlich mit ihrer letzten Aktion. Eine starke Aktion auf jeden Fall. Und jetzt lässt sich auch ein bisschen abfeiern. Gut, Spiel durchwachsen, ja, würde ich sagen. Jetzt geht die Flanke, Schüler. Oh, da wäre sie direkt da gewesen. Sorry, wenn ich ein paar Namen falsch ausspreche. Wie gesagt, ich bin nicht so der Experte, also hatet mich dann bitte nicht. Weiter geht's jetzt hier mit Pressing. Ach, der Ball. Ich würde dann doch ganz gerne hier schon mit einem Sieg in die ganze Geschichte reinstarten, aber es sieht nicht so danach aus, als wenn mir das gelingen könnte, denn ich spiele echt schwach bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gameplay, vor allem angekattet, wird nicht so ansehnlich werden, aber okay. Marojan im Doppelpass. Und jetzt
mal Freiraum. Jetzt mal Freiraum. Marojan 1-0. Ich glaube, das war. Wer war's? Es war Pop, ja. Die Kapitänin. Das letzte Mal, dass ich, denke ich, Frauenfußball gespielt habe, war in The Journey mit Kim Hunter bei der WM da. Aber sonst spiele ich eher selten. Mit einem Kumpel haben wir auch mal eine Challenge gemacht, aber ist, denke ich, auch schon FIFA 18 gewesen. Also, ich spiele es nicht so häufig, aber jetzt führen wir ja zum Glück. Schönes Tor, schön herausgespielt und man kommt langsam besser rein. Das wird ziemlich gefährlich. Boah, stark, stark den Ball geholt. Pop. Was macht sie? Den Steilpass. Abseits, ist es abseits? Ja, leider. Marojan geht. Hat nicht so gut mir gefallen. Also, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Gut, es liegt auch wahrscheinlich an mir, dass ich noch nicht so die richtige Verwendung habe, wie ich sie spielen soll. Oh, schade. Dalman, die ist jetzt reingekommen. Mal gucken, ob ich mit ihr besser spielen kann als mit Marojan. Oh, der Steilpass kommt nicht an. Dann kommt Pop aus dem Abseits, glaube ich. Aber wo spielt jetzt Schüler? Oh Gott, die ganze Zuordnung ist jetzt hier falsch. Magul. Okay, Pop können wir da vorne drin lassen und. Denn die hat auch ein Tor geschossen. Das Spiel nähert sich dem Ende, an die Zielgeraden geht es jetzt langsam. Und ich entschuldige mich schon mal für dieses Gameplay. Hoffe, dass es manchen vielleicht noch gefallen hat und dass sie hier dran bis hier dran geblieben sind. Und ich gucke mal dann die Bewertung an. Und. Oh, der Seite ist so frei von Hut da. Aber sie hat auch nicht mehr das Tempo, leider. Leider. Wäre dann so eine frische Kraft gewesen, wäre es besser. So, weiter geht's. 84. Minute. Der erste Sieg ist zum Greifen nah. Aber jetzt noch hier verteidigen. Verteidigen. Den Ball rausbringen. Und jetzt klappt's. Jetzt klappt es. Sie ist noch frisch. Ziemlich. Die habe ich eingewechselt und sie ist auch schnell. Oh, hier eine Finte raus. Stark gemacht. Sehr ansehnlich. Und jetzt steht sie vor Torwart. Und das 2-0, die Entscheidung. Da habe ich auch ein gutes Händchen bewiesen. Die Jokerin, oder wie man es nennen soll, die trifft. Starke Attacke, stark rausgespielt und so langsam bekomme ich es raus, wie man spielt. Lea Schüler oder Schüller. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie man die Namen ausspricht. Und das ist ganz stark. Es geht direkt los mit einem Sieg hier. Kann man jetzt eigentlich auch schon so sagen, denn hier wird nichts mehr passieren. Und jetzt vielleicht nochmal der Angriff. Nein, es ist das 2-0. Die deutschen Fußballfans freuen sich, denn hier gibt es einen richtig guten Start. Spät in der 70. und dann in der 90. nochmal die Entscheidung. Die chinesischen Fußballfrauen sind besiegt und die deutsche Frauennationalmannschaft startet mit einem schönen Auftaktsieg in diese WM. Und damit verabschiede ich mich. Ciao, ciao. Wir gucken uns hier nochmal diese Bilder an und ja, ciao.